Und ja, meine Brüder, moin moin und servus, wir sind wieder hier in Fortnite. Heute geht es ein weiteres Mal um das Update. Und ich denke, heute können wir ein für alle Mal sagen, ob das Update noch diese Woche kommt oder nicht. Wir haben Freitag, Jungs, jetzt mal ganz ehrlich so. Ich denke, das wird nichts mehr. Bevor wir aber hier zur endgültigen Faktenlage kommen, die uns auch den kompletten Hinweis dazu gibt, wir gehen in den Itemshop hinein und gucken uns an, was dazu alles mit sich bringt. In dem Sinne, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Supportet dieses Video. Vielen Dank für Unterstützung. Ja, und abonnieren Sie gerne rein für die Kicks und gönnen Sie sich Süßes. Lecker. Zuerst aber natürlich immer noch das Verderbnis-Legenden-Paket. Ich habe das Gefühl, es ist ein bisschen alle Ewigkeit im Itemshop drin. Dafür machen wir aber jetzt natürlich weiter mit der ersten richtigen Angelegenheit im heutigen Shop. Die Schädelsichel mit 3 Stilen. Coole Sache. Dazu natürlich hier der Schädelranger, meine Freunde. Erst wieder im Shop. Also, er kam in Season 6. Deswegen wieder. Ja, wer es sich natürlich ehrenlos gönnen möchte. Und da geht eine Empfehlung raus für den Flex. Random Kai HD, der Create Attack, der eingetragen werden sollte. Auch in Rocket League. Daher sollten Sie Rocket League spielen. Vielen Dank für Unterstützung. Danke an alle, die mich in den jeweiligen Shops eintragen und ja, natürlich auch ganz klar dafür verantwortlich sind, dass ich hier in diesem Support-Creator-Programm sein darf. Vielen, vielen Dank, Mann. Kuss und Ehre. Und wir sehen, das ist nicht das einzige Ehrenhafte für heute, denn wir haben nicht nur den grinsenden Ghoul-Rucksack und den Sargsegler und auch natürlich nicht nur die Schädeltrooper-Herausforderung, sondern den, warten Sie, Schädeltrooper, ja. Er ist heute auch wieder da mit seinen 3 Stilen. Also der, Skulltrooper, meine Freunde. Im Item, und ja, meine Freunde. Ja. Es ist auf jeden Fall sehr cringe, das tut mir leid, aber es ist wichtig, das hier so zu erwähnen, denn es ist der Skulltrooper, meine Freunde. Er ist wieder da. Ja, schlagen Sie zu, ja, also wirklich, Fortnite-Mers-Event ist shopmäßig schon quasi fast da, aber das Update halt nicht. F. Scumpy. Und wenn man die Äxte im Shop sieht, kann das nur eins bedeuten. Der Ehrenbruder Flobber, er ist jetzt am Start und es schmeckt. Ja, also Flobber, der Jeskin des Tages, möchte ich schon fast sagen. Mit seinem Krötenschild ist er natürlich auch ganz klar am Start. Hat sogar 3 Stile. Dieses Schild, nochmal kurz das letzte angucken, ja. Ah ja, sehr, sehr cool. Sehr, sehr cool gemacht, ja, also. Heute, bisher heute nur Wildes im Shop. Und ich sehe, es wird weiterhin sehr jäh. Denn wir haben hier Phoenix. Den Ehrenmann. Ein geheiligter Ehrenbruder, der auch wieder im Shop ist. Grüße gehen raus. Ja, also, der Fuchssack ist auch noch mit dabei. Wunderschön. Und die Magma-Lackierung. Heiß wie eh und jäh. Dann haben wir noch das Nachtlicht natürlich, mit der sehr, sehr diese Brille, die sie anhat, Bruder, die ist echt sehr funktionabel. Wow. Wir machen weiter mit Bunny Moon. Natürlich, bevor wir zum Je-Tanz-Battle des Tages kommen, müssen wir das noch kurz abarbeiten. Hätten wir fertig und jetzt geht's rein in das Je-Battle des Tages. Fang an. Oh. Oh. Ach, ist das peinlich. Oh, ja. Ja. Junge, Alter, wie Groots einfach komplett die Beherrschung verloren hat und vom Emote in die abgefuckte Haltung gegangen. Junge, ja. Man kennt's. Dann haben wir noch den Lion Dance. Ja, ich glaube, er ist auch relativ kickhaft und er kam ja auch letztens erst in den Shop, oder? Dann aber natürlich noch hier das Wackeln. Ja, und einfach deswegen, weil es so jäh ist,
Schlagen Sie zu. Random KHD, gönnen Sie sich Süßes. 500 V-Bucks, meine Freunde. Mit dem Creator-Code RandomKHD. Ich empfehle diesen Tanz. Ich stehe hinter denen. Ist mir egal, was sie sagen. Ich stehe hinter dem. Und deswegen hat er hier 2 Tage nacheinander gewonnen. Ja, kommt dir nichts Besseres. Kann ich auch nichts dafür. So, also. Wir kommen jetzt mal zu der Thematik, warum wir eigentlich hier sind, oder? Das Update. Nee, es wird diese Woche nicht mehr kommen, Jungs. Das können wir vergessen. Heute Abend um hier 19 Uhr ist zwar dieses Champion Series. Und ich denke, da werden wir live hineinsteigen. Ja, damit wir uns das live zusammen angucken können, um diese Belohnungen zu erhalten, die wir dann wohl aber mit dem nächsten Update erst kriegen. Natürlich. Und das kommt dann nächste Woche. Denn ich habe gesehen, German Fortnite News hat vor knapp 8 Stunden, das war um 22.57 Uhr geschrieben, dass vor 17 Minuten, also um 22.40 Uhr, gestern Abend, Patch 14.3 bei Nintendo eingereicht wurde und die Staging-Server aktualisiert worden sind. Demnach ist ein Patch morgen eher unwahrscheinlich. Ja, also, Nintendo, klar, ich weiß jetzt nicht, wie lange sie brauchen, um dieses Update zu prüfen, aber wenn es heute eher, oder gestern Abend es eingereicht wurde, dann können wir davon ausgehen, so das Update wird nicht am Samstag, nicht heute und auch nicht Sonntag kommen. Denn auch Fortnite-Status hat nichts getweetet von wegen Update, dies, das, gar nichts, ja. Unten rechts in der Info-Leiste, die auch leer ist und wo auch eigentlich schon so ein Heuballen durchrollen könnte, Mois, passiert halt auch nichts, ne? Dementsprechend müssen wir dann leider warten. Ja, ne? Wer hätte das kommen sehen? Die ganze Woche, wow, also gab es schon mal so eine Spekulationswoche zum Update, weil man sich so sicher war, diese Woche sollte eins kommen. Und dann wartet man jeden verdammten Tag ab, versucht es sich schön zu reden, dass heute keins kam und warum dann morgen eins kommt. Und ja, das ist natürlich auch dann wieder mal sehr je. Ja, BS natürlich auch Gummo und YEE. Ehrenbro. Ja, also wirklich. Wir haben diese Woche so krass spekuliert auf ein Update wie schon lange nicht mehr. Ich meine, für uns war damals, also was heißt damals, aber bei den damaligen Updates war uns klar, jo, wenn wir Dienstag, Mittwoch abgewartet haben, da ist kein Update da, ja gut, da wird dann kein Update kommen. Ne? Aber Epic macht einem ja immer Hoffnung mit den Donnerstags-Updates und so, die da auch sehr, sehr zufällig reingeschallert kommen. Sehr, sehr dubios. Naja, was ist denn Ihre Meinung, dass diese Woche kein Update kommt? Ist das nötig oder nicht? Ich sage, dass wir jetzt schon seit 2, vielleicht sogar schon 3 Wochen ohne Update sind. Wollt ihr uns komplett wirklich abziehen? Ist das euer Ernst? So ohne Content sitzen wir hier seit 2, wenn nicht sogar 3 Wochen. Ich hab's gerade nicht mehr im Kopf, aber es könnten 3 Wochen sein. Was soll das? Warum? Also man gibt uns hier keinen Motivator, dieses Spiel längerfristig zu spielen. Klar, die Herausforderungen sind da, aber dafür ist Fortnite unter anderem bekannt, ja. Aber nicht ausschließlich. Es gibt noch andere Sachen, wie Content. Content! Hallo, Epic Games! Ob sie jemals wieder Content bringen werden, das und vieles mehr in den nächsten Tagen, wenn das Update ankommt. Tut mir leid, Jungs, ich hätte euch ganz gerne mit besseren Nachrichten aufgeweckt. Leider ist es nicht der Fall. Tut mir sehr leid. Ich danke euch aber sehr fürs Zuschauen. Update dann also nächste Woche und nächste Woche dann auch diese, naja, Belohnung für dieses Champion Series Event. Wenn man beim Champion Series Turnier mitschaut, kriegt man Belohnungen. Die gibt es dann erst nächste Woche. Wahrscheinlich, da diese ja noch nicht in den Game Files sind und reingepatcht hätten werden müssen, was diese Woche nicht passiert ist. F und tschüss.